The next talk is the critical making movement. Dieser Talk ist Critical Making von Regina und Saad. Bitte gebt ihnen einen großen Applaus. Willkommen auf der Bühne. Thank you very much. Danke. Hi everyone. Hallo. My name is Regina and that one mein Name ist Regina und der da drüben ist Saad. Ricardo konnte heute leider nicht kommen, aber wenn ihr ihn sehen wollt, dann könnt ihr jetzt gehen und euch einen Mate holen. Das heißt, dass wir mehr Zeit für Fragen haben. Also wenn ihr schon mal drüber nachdenken wollt, was ihr uns fragen wollt, dann würden wir uns da sehr drüber freuen. Ich bin Regina Schipusch und ich mache gerade mein PhD über die soziale Innovation in kritischer technischer Praktik an der TU Berlin. In dieser Session wollen wir euch einen Überblick darüber geben, was Critical Making denn ist oder was es sein könnte. Es ist ein relativ neuer Gedanke, also ist noch viel Platz für andere Versionen dieser Idee. Wir werden euch auch präsentieren, wie auf der ganzen Welt Akademiker, Künstler, Bürger und Grassroots-Communities bei dieser Aktivität mitmachen. Der Hintergrund dieser Praxis in der Akademik ist, kritisches Denken beizubringen. Bei der Kunst ist es weit dazu, die in Grassroot-Movements, also auf der Level, geht es darum, die Bedürfnisse und die Wünsche der Communities aufzunehmen. DIY, also Selbstmachen und Making, ist ein großartiger Weg, um Menschen beizubringen, wie Dinge funktionieren, die ansonsten nur als Blackbox gesehen werden können. Dadurch kann man die Gesellschaft und die Technologie zusammenbringen. Ist allerdings auch eine relativ neue Sache, dass man kritisches Denken beim Making mit betrachtet. Wenn man hinter das so ein bisschen idealisierte Bild eines Makers nimmt, dann geht es darum, dass man ein bisschen dieses idealisierte Bild hinterfragt und ein bisschen guckt, was hinter der schönen und fixen Welt des nach 2010 Makers steckt. Wenn man Makerspace als einen Ort definiert, wo Menschen Dinge machen können, dann haben sie schon für eine lange Zeit existiert. Die American Technical Library sagt 1873 in New York mit der Gowanda Ladies Social Society, wo man stricken, nähen, sich unterhalten und über das Lesen und Bücher reden konnte. Das ist fast 150 Jahre her und heute reden wir über dieses Phänomen namens Maker Movement. Also wie hat das angefangen? Ich würde da gerne zwei Hauptereignisse erwähnen, die meisten von euch werden sie schon kennen. Das ist einmal der Maker Space, der geht zurück auf das MIT Center for Bits and Atoms und dem Kurs, wie man fast alles machen kann. Dann gab es das Make Magazine, das das schnelle Wachstum dieser Bewegung beschleunigt hat, zusammen mit den Maker Fairs. Maker und Hackerspaces sind ein schnell wachsendes Phänomen. Zwischen 2006 und 2016 hat sich die Anzahl solcher Räume auf der Welt um den Faktor 14 erhöht. Viele dieser Räume verlassen sich auf ihre Mitglieder und wollen für sie eine Gemeinschaft erschaffen. Und sie wollen diese Gemeinschaft verwenden, um Dinge zu erschaffen, die das Leben der Menschen in diesen Gemeinschaften verbessern. Makerspaces identifizieren sich selbst nicht unbedingt als Räume sozialer Innovation, aber viele haben trotzdem eine Auswirkung auf gesellschaftliche Themen, weil sie in mehreren verschiedenen gesellschaftlichen Themen arbeiten, zum Beispiel in der Bildung. Sie machen das Wissen über die Technologie für alle verfügbar im Rahmen lokaler Ereignisse, Workshops und auch online. Dieses Bild ist es von mir im Alter von 33 Jahren, wie ich letzten Sommer versucht habe, ein Radio zusammenzubauen. Sie verstärken die Demokratie, sind Plätze für Demokratie
und für die Zivilgesellschaft. Sie machen das durch Aktivismus und kritisches Denken und eröffnen so Grassroots-Möglichkeiten. Zum Beispiel diese Menschen, die hier in Singapur löten. Sie schaffen und unterstützen auch neue Arten und Weisen der Produktion durch Personalized Manufacturing und Rapid Prototyping. Sie arbeiten auch im Commons- und Open-Source-Bereich mit Open-Source-Software und Hardware und machen Peer-Production und machen Zeichnungen online verfügbar. Dieses Beispiel aus der Open-Source-Ecology ist das Global Village Construction Set, das Werkzeuge entwickelt, um eine gesamte Zivilisation aufzubauen und zu erhalten. Das ist online komplett kostenlos verfügbar. Zum Beispiel, wie man eine Maschine baut, die man zum Fertigen von Backsteinen benutzt. Die Mitglieder von Makerspaces schaffen auch innovative Gegenstände. Durch kritisches Denken und unterschiedliche Designmethoden unterstützen sie die Erschaffung von sozial relevanten Werken. Da ist ein Gerät von Carables. Es ist Made for My Wheelchair, gemacht für meinen Rollstuhl genannt. Ein sehr interessantes Gerät, denn es gab nicht viel Innovation für Rollstuhlbenutzer in einer sehr langen Zeitspanne. Und diese Menschen haben mit den Benutzern kollaboriert und haben so sinnvolle Technologie zu Rollstuhl hinzugefügt, wie Lichter oder diesen Anhänger aus dem Bild, und haben so das Leben der Rollstuhlbenutzer verbessert. Durch das Fokussieren auf Nachhaltigkeit, beispielsweise durch Repair-Cafés, wurde es möglich, dass man eher lokal produziert und langlebige Produkte benutzt, sodass Nachhaltigkeit gestärkt werden kann. Mehr und mehr Menschen sehen das Making als Möglichkeit, die Menschen zu ermächtigen und Dinge zu ändern, um Technologie zu verdemokratisieren. Sie haben häufig Lösungen gefunden, die länger halten, nachhaltiger sind als andere. Jetzt mal gucken, warum das so ist. Es gibt ganz natürlich einen ganzen Hype ums Making. Es wurde schon von jemandem eine neue industrielle Revolution genannt. Es ist natürlich sehr schön, dass viele Menschen sich da jetzt involviert fühlen. Beispielsweise hat Obama das für das Weiße Haus vorgeschlagen und es wurde so ein bisschen zu einem Mainstream-Beschäftigung. Aber beispielsweise als MakerBot Closed Source wurde und von der DARPA adoptiert wurde, viele Leute wurden ein bisschen desillusioniert. Unglücklicherweise sieht man häufiger als sonst, dass Menschen die Did-It-Yourself-Projekte konsumieren und Menschen sich denken, ja super, ich kann das selber machen, aber man muss nicht so kritisch darüber nachdenken, man kann es einfach nur konsumieren. Beispielsweise ist es wirklich so sinnvoll, 3D-Druck zu nutzen, um hunderte von Yoda-Figuren zu drucken. Viel von dieser Kritik kann man sehen anhand eines fiktionellen Make-Magazin, wo sehr fiktionelle Technologie gezeigt wird. Beispielsweise, wie man den MakerBot benutzen kann, um ein 3-Cent-Stück aus Plastik zu machen. Ein weiteres Beispiel ist Makers, man sagt also, dass häufig Maker Hacker ohne Kontroverse sind. Und Maker heutzutage häufig die Hackerkultur nicht beherrschen, nicht besitzen. Diese Mainstream-Bewegung wird auch häufig kritisiert, dass man den Silicon Valley-Ethos übernimmt. Und dass man sich nur auf einen sehr spezielle marktgetriebene Aspekt des Selbstmachens konzentriert. Durch Kids gibt es relativ wenig Raum für eigene Kreativität und Reflektierung dessen, was man tut.
man muss halt sehen, dass dies ganz offensichtlich daher kommt, dass wer auch immer ein Makerspace finanziert, Einfluss auf diesen hat. Und dann muss man natürlich darüber nachdenken, ob deren Ziele auch denen entsprechen, die den Makerspace betreiben. Was Menschen aber immer mehr realisieren, ist, dass es eine Alternative dazu geben muss, wie man sozial mit technischen Dingen umgehen kann. Maker üben viele Dinge ein und diese können einen sozialen Einfluss haben auf die Gesellschaft. Wir müssen einfach neu denken, wie wir Innovationen produzieren. Weil wenn man einfach nur die Industriewege, die Industriemethoden reproduziert, dann ist das natürlich nicht unser Ziel oder kann das nicht unser Ziel sein. Das kritische Making wurde vor 10 Jahren eingeführt. Es wurde stark beeinflusst durch die Art und Weise, wie künstliche Intelligenz beigebracht worden ist. Kritisches Making hat eine bestimmte Person so definiert. Kritisches Machen Kritisches Denken ist eine abstrakte, explizite, linguistisch basierte und kognitiv individualistisch. Making ist im Allgemeinen materialistisch, verkörpert, real, extern und gemeinschaftsorientiert vorgestellt. Die Anfänge von Critical Making sind in kritischer technischer Durchführung und kritischem Design und kritischem Engineering. Heutzutage scheint Critical Making ein Überbegriff für eine Mischung aus technischen Aktivitäten zu sein. Sind diese drei immer noch beliebt in ihren speziellen Gebieten? Wie ich vorher schon mal gesagt habe, habe ich in 1997 über Critical Technical Practice geschrieben. Das war ein theoriebasierter Approach zu technologischem Design. Das Nachdenken und auch das kritische Denken über versteckte Ideologien und Werte, die unter einem technologischen Design unterliegen, wurde dadurch gefördert. Kritisches Design gibt es auch seit Mitte der 90. Wie in Don Rickes Buch namens Speculative Everything gesagt wurde, nutzt Critical Design spekulative Vorschläge, um Konzeptionen und Gedanken über die Rolle, die Produkte in unserem Leben spielen, zu hinterfragen. Was wir hier sehen können, ist deren Arbeit namens Designs for an Overpopulated Planet, Voyagers. Und es geht um eine Welt, die im Jahre 2050 durch Überpopulation in Nahrungsmittelnot gerät. Hier in dieser spekulativen Version nimmt eine Gruppe von Leuten ihr Schicksal in die eigenen Hände und nutzen ihr Wissen über DIY-Geräte, um einfach Nahrungsmittel oder Nährstoffe aus der Natur herauszuziehen. Es geht hier um den Kontrast zwischen Bottom-up und Top-down-Antworten auf ein gigantisches Problem, aber auch die Rolle, die technisches und wissenschaftliches Wissen aus dem Grassroots-Bereich spielt. Das ist alles spekulativ, aber später wird die Frage aufgestellt, was sollte nach diesen Spekulationen möglicher Zukünfte kommen? Im kritischen Engineering haben wir zwei unterschiedliche Richtungen. Einmal die pädagogische, die kritisches Denken in Engineering Studies mit einfügt und in den Lehrprozess und Fragen über die Ingenieurstätigkeit an sich stellt, zum Beispiel die Produktion von Technologie und unsere Beziehung dazu. Wer macht Ingenieurstätigkeiten und für wen? Wer gewinnt, wer verliert? Was ihr hier seht, ist das Critical Engineering Manifesto der Critical Engineering Working Group. Einige der wichtigsten Punkte, die sie hier hervorheben, ist die Bewusstheit über das technopolitische Wissen zu erhöhen, die Probleme zu reichen User Experiences, wie das die Ingenieurstätigkeit den Ingenieur verändert oder dass der kritische Ingenieur bemerkt, dass Code auch das Benehmen, das Verhalten zwischen Leuten und ihren Maschinen bestimmt.
Dadurch versucht der kritische Ingenieur, Begrenzung auf die, des Benutzers und der Interaktion aufzuheben. Das führt mich zu einem der für mich schönsten Beispiele von Julian Harvest. Das ist ein kritisches Engineering-Kunstwerk, das Windenergie nutzt, um Energie zu produzieren und das den Gewinn, der daraus gezogen wird aus der Stromproduktion, wird genutzt, um Klimawandelforschung und Methoden gegen den Klimawandel zu fördern. Was sehen wir aber im Unterricht? Kritisches Making findet man in der Erziehung und in der Bildung hauptsächlich in den USA beispielsweise und Kanada an der Universität von Toronto. Es konzentriert sich darauf, Studenten in der Theorie darauf zu bringen, kritisch zu denken und das auch praktisch umzusetzen. Man soll kritisch darüber nachdenken, wie Menschen zukünftig mit Technik zusammenleben und wechselwirken, mit Maschinen und technischen Systemen. Interessanterweise finden wir auch einige Beispiele von der Praxis von kritischem Engineering in postsozialistischen Ländern wie Kasachstan und von deren Arbeit können wir lernen. Es passiert auch immer mehr in der Wissenschaft. Beispielsweise gibt es in den Niederlanden ein Projekt, das sich nennt Brückenschlagen vom kritischen Machen zur Industrie und zur Gesellschaft und zur Kunst. Kunst und kritisches Machen kann die Hürden überwinden zwischen der kreativen Industrie und der Gesellschaft. Es gibt vom Weizenbauen-Institut in Berlin eine Konferenz über die Maker-Kultur, beispielsweise für die DIY-Selbstmach-Entwicklung, Entwicklungspolitik. Beispielsweise gibt es so Projekte in Südkorea, aber auch in Brasilien. Eine andere Frage ist, wenn wir uns die weitere Welt angucken, wie kann der Zugang zur Technologie eine aktive Bürgerschaft erschaffen? Arbeit in Kunst und Design und wie es im Aktivismus benutzt wird und Grassroots-Kram. Grassroots-Praktiken. Das hier ist einigen von euch vielleicht bekannt. Es ist direkt vor unserer Tür hier. Wie Retta und Buller es in ihrem Buch DIY Citizenship gesagt haben, die Aktivisten verstehen ihr Wort als sozial-interventionistisch und fragen sich, wie gehen wir politisch auf die Gesellschaft zu mit dem Mittel der Technologie? Individuen und Gruppen, die sich selbst organisieren, insbesondere durch Social-Media-Netzwerke, können inzwischen auch über Grenzen hinweg arbeiten. DIY Citizenship ist ein permanentes Thema. Es war ein Beispiel dafür, wie Menschen mit ihrer Enttäuschung über Politiker umgehen. Es ist ein Weg, wie man seine Mitgliedschaft zur Gesellschaft zeigen kann, als ein Mitglied einer Gruppe von Hobbyists, also von hobbybetreibenden Makern. Es ist eine Möglichkeit, wie man kollektiv dem pessimistischen Sichtweise auf Gesellschaft und den Abstieg unserer Kultur reagieren kann. Dieses Beispiel von Golden Eleven von der Colony University nennt sich das Free Construction Kit. Er machte es sich zu seiner Aufgabe, verschiedene Werkzeuge zusammenzuführen und daraus etwas Neues zu machen, als Brücke zu neuen Technologien. Er sagt, das Kit ist ein Set von Adapter-Kits, die es möglich machen, zwischen verschiedenen Kinderspielzeugen Brücken zu schlagen. Das Kit ermöglicht es, komplett neue Wege der Zusammenarbeit dieser Systeme zu machen, die vorher nicht möglich waren mit den ursprünglichen Designs. Es ist ein grundbasisorientiertes Projekt, das Protokolle implementiert, die es ermöglicht, öffentliche Dienste zu
zu produzieren, die gegen die Interessen von großen Firmen sprechen. Entschuldigung, hier fehlt was. Er vergleicht es im Speziellen zum VLC Media Player, der die Möglichkeit hat, verschiedene Formate auf verschiedenen Plattformen von Videodateien abzuspielen. Es war sein Ziel, den Begriff Critical Making zu erweitern als ein Appell an Maker in Makerspaces, mehr kritisch mit Technologie umzugehen und damit zu arbeiten. Er hat tatsächlich viele Projekte gesammelt aus der ganzen Welt und sie zu kleinen Büchern zusammengefasst. Es gibt ein Kit von 10 dieser Bücher, die eine Zusammenfassung war von vielen Projekten. Und tatsächlich wurde dies heute über einen Twitter-Account Critical PDFs veröffentlicht. Dies sind Manifeste von Projekten und Unterhaltungen, die er zum Beispiel mit Phoebe Centers in der letzten Zeit hatte. Und darin geht es darum, interaktive Technologie zu machen und damit kritisch sich auseinanderzusetzen. Oder mit Natalie Zerenchenko, die sich um die Umwelt kümmert und die sich damit beschäftigt, wie man echtes Leben anfassbar macht, den Klimawandel und die Umweltverschmutzung. Das wurde gefolgt von Disobedient Electronics, einem Zine, was Projekte vorstellt, um als Gedankenfutter zu dienen. Alles online verfügbar. Letzten August haben wir im Weise 7 Studio in Berlin, ich und einige andere Leute, 3 heiße Tage mit einer unglaublichen Hitzewelle draußen, 35 Grad Celsius, zusammen mit Brett Barlock ein Wilderness Wireless Gerät gebaut. Das ist ein Gerät, das solar betrieben ist, ein kleiner, einfacher Wi-Fi Access Point und Webserver. Es wurde von der Free Radio Bewegung inspiriert und diese 3 Tage gaben uns viele Gelegenheiten, um Diskussionen zu halten und uns Gedanken zu teilen über soziale Fragen, über Macht und soziale Fragen. Außerdem, wem gehören Funkfrequenzen und wer hat das Recht, sie zu benutzen? Natürlich mussten wir auch denken und nachdenken, woher die Teile, die wir gebraucht haben, herkamen und woher die dafür benötigten Metalle herkamen. Wenn alles klappt, dann ist mein Critical Access Point jetzt online und ich würde euch bitten, eure Telefone rauszuholen und hierfür nachzugucken in der Liste von verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken. Die Leute in der ersten Reihe haben wahrscheinlich eine bessere Chance, darauf zu verbinden. Was ich versuche zu zeigen, ist, dass dieses ein einfaches Gerät ist, was man benutzen kann, um Leuten über Probleme und Themen, die für einen wichtig sind, um Leuten davon zu erzählen, auch wenn sie sonst nicht davon hören würden. Funktioniert's? Na gut. Ich kann es euch nur nochmal sagen, sucht auf Twitter nach dem Hashtag. So now I would like to zoom in to critical making that is done by grassroots. Jetzt würde ich gerne nochmal den Blick auf Critical Making durch Grassroots-Initiativen lenken. Diese Beispiele werden jetzt gleich durch Saad vorgestellt und kommen aus der Sphäre. Aus akademischer Sicht muss man wissen, dass das Problem ist, diese sehr schwer zu erforschen sind, denn die meisten von ihnen sind stark dezentralisiert. Es gibt nicht nur ein Keyword, nach dem man suchen kann. Das ist das, was sie so schwer zu finden macht. Die Taxonomie ist einfach noch nicht da. Wenn sie einmal institutionalisiert sind, dann sind sie beeinflusst durch das Geld, was sie kriegen. Und ihre Rolle im politischen Aktivismus vermindert sich. Die Wirkung auf die Gesellschaft ist im Grassroots-Bereich, gerade wenn Critical Making verwendet wird, sehr hoch. Sie benutzen es nicht nur, um den Status quo zu ändern,
sondern auch um die Fähigkeit zu haben, negative Effekte auf die Gesellschaft und die Umwelt durch Technologie zu verhindern. Es ist das Besondere an menschlicher Kreativität, für die Gesellschaft zu hacken. Und davon wird Zart euch jetzt berichten. Und ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Well then. So my name is Saad. Mein Name ist Saad und ich bin ein gutes Beispiel dafür, für viele Dinge, über die Regina jetzt gerade geredet hat mit ihrer Kritik. Ich bin ein Technikmann, ich bin ein Techniktyp aus India, ich arbeite in Singapur, aber ich bin auch ein Maker. Mein wirklicher Job, mein professioneller Job ist, ich arbeite im digitalen Journalismus. Aber ich bin auch Mitglied in vielen Organisationen. Ich berichte über sie. Und mein Ansatz, wie man mit Technologie umgehen sollte, ist, dass man Technologie benutzen sollte, um Gutes zu tun. Das Gebiet, das mich am meisten interessiert, ist der Bereich zwischen Digitalem und der Hardware, weil dort gibt es viel zu entdecken. Im Speziellen das Internet der Dinge. Ich möchte jetzt hier darüber reden, dass es viele, und ich denke, dass es viele hier im Raum gibt, die genauso begeistert darüber sind. Aber worum geht es, Dinge zu machen? Und wir möchten auf Technologie mehr so hands-on gucken, also als einfach Anfassbares und Einfaches. Und wir suchen jetzt nach einem digitalen Rezept, sehr ähnlich zu dem, das ihr benutzt, um Essen zu machen. Beispielsweise einem Raspberry Pi, also ein Himbeerkuchen. Ich mag es also, Hardware zu machen, auch wenn mein Tagesjob mehr digital ist, aber es ist viel echter als etwas Digitales, die Hardware. Ich bin ein Maker und das hier ist jetzt möglicherweise etwas, was Leute kennen. Technik geht vieles geht immer schief. Aber genau das ist das Interessante, das Spannende daran, wenn Dinge nicht so funktionieren, wie man sie erwartet und etwas Neues dabei herauskommt. Ich bin auch ein Fan von 3D-gedrucktem Müll, aber es muss nicht immer nur Unsinn sein. Ich bin natürlich ein Star Wars-Fan und ich habe heute einen Yoda-Kopf gedruckt, aber das war natürlich ein Teil dessen, was Regina gerade erzählt hat. Ich organisiere Maker Faires und Maker Faires bringen Menschen zusammen, die sich mit Making beschäftigen. Maker Faires sind für mich so etwas wie der Kongress hier, weil man hat so eine spezielle Disziplin, die Leute zusammenzieht, aber natürlich gibt es diese Kritik daran, dass es unglaublich kommerzialisiert ist und kommerziell ist. Aber es gibt halt diese Räume, auf denen es möglich ist, Maker zusammenzubringen und neue Leute da reinzubringen, die sich diese Dinge angucken, die 3D gedruckt werden und die Maker machen. Aber, wie gesagt, ich mache Dinge. Ich nenne mich ein Crackbot. Das beschreibt einen Erfinder, der Dinge erfindet. Das hier ist beispielsweise ein Projekt von meinem Geek-Hintergrund und ist ein Gerät, das Koffein zu Code verwandelt. Es nennt sich ein Coffeinator und natürlich gibt es auch seltsame Dinge, die ich mache. Das hier beispielsweise ist eine Qualle. Es ist tatsächlich eine schüchterne Qualle. Es wurde aus einem Regenschirm gemacht und wenn jemand in die Nähe kommt, dann versteckt es sich. Und auch andere Dinge, die es im Internet gibt, wie sie sein sollten. Ich bin leider auch dafür verantwortlich, dass ich zur Welt der Selfies beigetragen habe. Mit diesem Ding, es ist eine Selfie-Kabine. Man geht da rein und es wird dadurch ausgelöst, dass du
dich auf einen Knopf setzt mit deinem Hintern und es macht ein Bild mit einem extrem energiesparenden, selbstgebauten, hochauflösenden Selfie-Display, auch bekannt als einem Spiegel. Es lädt diesen Spiegel dann auf seinen eigenen Instagram-Account hoch und so ungefähr siehst du aus, wenn du da drin bist. Und es ist komplett open. Die meisten Teile hat man auch im Katalog gesehen, obwohl es open ist. Und nur durch Hinzufügen von ein klein bisschen Digitalität zu irgendwas, was lächerlich massenproduziert ist, kann man etwas Neues, Interessantes und Lustiges draus bauen. Es erlaubt mir auch, mit anderen Leuten zu arbeiten. Die Interaktivität dieses Dings ist das, was es lustig macht und spaßig. Ich sehe gerne, wie Kinder und andere Leute, die offensichtlich durch Selfies inspiriert sind, wie sie mit diesem Gegenstand interagieren, ist nicht, wie sie normalerweise mit einem Raspberry Pi interagieren werden können. Sie fragen, wie funktioniert das? Das hier ist noch ein Beispiel. Ein Dinosaurier, der speziell designt wurde, oder als Bildungswerkzeug, um kleine Kinder und junge Menschen an die Cloud heranzuführen. Es ist ein aus Papier gefalteter Origami-Dinosaurier, ein kleiner T-Rex, der mit einer sehr einfachen Verbindung mit dem Internet verbunden wird. Also es ist ein IoT-Rex, den du von deinem Telefon aus auslesen kannst. Und manchmal funktioniert er. Last but not least gibt es die Cloud. Was etwas nicht anfassbar ist, was real und anfassbar gemacht wurde. Wenn wir über die Cloud nachdenken, gibt es viele unterschiedliche Dinge. Speziell in unserem Kontext ist es digitaler Natur, es gibt viele Abstraktionsschichten. Das wollte ich in einer physischen Form manifestieren. Das hier ist eine Lampe, die mit der Cloud verbunden ist. Und es ist hier beim Kongress. Wenn ihr mit dem Hashtag 35C3 twittert, dann fängt das Ding an zu glitzern. Und wenn ihr den Hashtag Labmobil benutzt, dann wird ein Regenbogen draus. Und ein paar von euch haben wahrscheinlich dieses Ding schon gesehen. Es ist direkt hinter der Chaos West Bühne. Also ich kann euch nur sagen, guckt es euch später an. Und das bringt mich wieder zurück zu dem Grund, warum ich hier bin. Was ich mit euch teilen würde, ist eine Geschichte über einen Knopf. Ein Teil einer Gruppe von Innovateuren, dem Global Innovation Gathering, wo das Labmobil auch ein Teil von ist. Das hier ist die Labmobil-Familie und ich liebe alle daran. Denn die Geister und die Frequenzen, in denen wir denken, gehen in dieselbe Richtung, nämlich Innovation und Teilen. Insgesamt, das bin ich. Ich liebe es, dass Hackerspaces und Makerspaces überlappen können. Und es gibt diese wunderbare Schicht, die sich bildet, wenn diese Dinger sich überlappen. Und ich brauche natürlich einen Job, damit ich mir das Ganze leisten kann. Und das wackelt alles ein bisschen hin und her, diese Kreise, dieses Venn-Diagramm ist nicht statisch. Aber das, worüber ich reden möchte, ist eine Geschichte über einen Knopf. Es gibt eine kleine Gruppe. Und wenn ich sage zwei, dann sage ich, es sind zwei. In Singapur, das ist eine Non-Profit-Organisation namens Engineering Good. Und sie sind so ähnlich wie Ingenieure ohne Grenzen. Sie kommen aus Singapur und bestehen aus Ingenieuren aus allen Hintergründen und sie machen alle möglichen Infrastrukturprodukte. Aber in Singapur fokussieren sie sich auch auf das hier. Und es geht darum, angebrachte Technologie, die entsprechend zugeschnitten ist, für die Arbeit mit Personen mit Behinderung zu nutzen. Das ist die Story, die ich gerne mit euch teilen möchte. Die netten Leute von Engineering Good haben verschiedene Projekte, sowohl lokal als auch international. Aber der Fokus hier ist eine Geschichte über unterstützende Technologie für Personen mit Behinderung. Der Workshop, der mich sehr interessiert hat, war Hackatoy. Und Makey Makey hat mich da ein bisschen mit reingezogen. Das ist eins von diesen Tech-Spielzeugen für die echte Welt. Das Problem, das definiert wurde,
war, dass unterstützende Technologie teuer ist. Das hier ist ein Snapshot einer Website und ihr werdet die Preise sehen. Die sind lächerlich. Wenn wir uns den großen roten Knopf angucken, sind 65 US-Dollar. Das ist ein Knopf. Da ist nichts Besonderes dran. Es ist nicht kompliziert. Es macht kein Frühstück. Es ist ein Knopf. Wenn du ihn drückst, dann schalte es entweder etwas an oder schalte es aus. Das ist der Sinn der ganzen Sache. Die Leute, die diese Knöpfe benutzen und solche Geräte, sind die Pflegenden. Das hier ist ein Beispiel der Gemeinschaft der Menschen, mit denen Engineering Good arbeitet. Die sind im Allgemeinen in Gemeindezentrum oder Sozialräumen, wo Kinder und Personen mit Behinderungen hinkommen und den Tag verbringen und es sich um diese Leute, um sie kümmern. Engineering Good bildet hier die Ausbilder aus. Wir definieren die Situation, wo die Kinder mit etwas spielen wollten. Wir sind unglaublich privilegiert. Wir haben Feinmotorik. Und ich meine jetzt nicht die Fähigkeit zu fahren, sondern die Fähigkeit, unsere Finger zu benutzen. Die Fingerfertigkeit. Aber manche Personen mit Behinderung haben keine Feinmotorik, sondern nur Grobmotorik. Deswegen brauchst du einen großen Knopf, wo du die ganze Hand benutzen kannst. Und diese Dinger sind oft sehr praktisch, zum Beispiel eine Tür zu öffnen oder ein Licht anzumachen, Licht auszumachen oder die Klimaanlage anzumachen, denn in Singapur ist es sehr heiß. Aber es gibt da nichts Verspieltes dran. Was Engineering Good gemacht hat, war ein Weg zu finden, die beiden zu kombinieren. Man hat ein kleines Spielzeug auseinandergenommen und einen von diesen großen roten Knöpfen angebaut, um es interessanter und benutzbarer zu machen. Und diesen roten Knopf, der eigentlich für eine Tür gedacht ist, benutzt man jetzt, um ein Spielzeug zu aktivieren. Und diese Spielzeuge sind cheap and cheerful, die sind leicht in großen Mengen zu kaufen und zu modifizieren. Man muss also nichts aus dem Nichts erschaffen, man hat eine Basis. Das andere Problem ist, die Kosten des Knopfes ist unglaublich hoch. Und für Leute, die sich um Personen mit Behinderung kümmern, sind die Kosten einfach ein begrenzender Faktor. Also hat das Engineering-Team ein Design-Thinking-Workshop gemacht und hat die ganzen Köpfe zusammengesteckt. Und das ist alles freiwillig, sie kommen alle von irgendwelchen anderen Jobs. Und sie haben gesehen, dass alle diese Knöpfe einen relativ standardisierten Anschluss haben. Und den habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen. Das ist ein Kopfhörerstecker, aber leicht anders, denn der ist nur Mono und nicht Stereo. Der hat nur zwei Kontakte. Also ein Plastikband und zwei Metallteile. Jeder Knopf ist mit einem von diesen Dingern verbunden. Und so kann man unterschiedliche Knöpfe mit einem Spielzeug kombinieren. Wir haben auch realisiert, dass eins von diesen Dingern genauso wie einer dieser Knöpfe versucht. Es ist ein sogenanntes Touchlight und die werden in Massen produziert, in geradezu lächerlichen Mengen. Sie sind unglaublich günstig und sie sind überall. Also was wir gemacht haben, war, wir haben es auseinandergenommen. Und wir haben einen Weg gefunden, dieses Touchlight zu dem System für Unterstützungsgeräte zu verbinden, und zwar über den Standardverbinder. Also die Fähigkeit, in Dinge reinzuschauen, sie auseinanderzunehmen und neu drüber nachzudenken, ohne gleich 3D drucken oder was neu zu erfinden zu müssen. Ihr habt uns hier geholfen. Wir nehmen etwas, was schon häufig ist, und modifiziert es einfach. Es ist deutlich einfacher. Das war unsere Lösung. Das oben ist ein kleines Stück Kupfer, was ins Spielzeug reingeht und was als Unterbrecher für die Batterieverbindung arbeitet. Das unten ist die andere Hälfte. Das ist das umgebaute Licht und den anderen Verbinder, sodass man sie austauschen kann. Was man dann hat, ist etwas, das billig, einfach zu hacken und herzustellen ist und zu modifizieren und auch zur Ausbildung oder zum Lehren geeignet ist. Das machen wir hier bei Engineering Good. Wir bringen den Pflegern bei, wie man diese Lampen umbauen kann. Und es macht Spaß. Because you're playing with not only the
idea. Weil man nicht nur mit der Idee, so etwas neu zu denken, spielt, sondern auch mit dem Ding, was man gemacht hat, spielt. Es ist ja ein Spielzeug, was man selber auslösen kann. Das ist der Moment, der das Ganze lohnenswert macht. Man versucht, dass einfach genau das passiert. Man hat dieses kleine taktile Ding, berührt die beiden Kontakte und es aktiviert das Spielzeug. Man ist nicht nur auf Knöpfe begrenzt, man kann eine Klammer benutzen, eine Kleiderklammer, die man benutzt, um Klamotten zum Trocknen aufzuhängen, und man kann einen Knopf da rein tun. Es gibt verschiedene Schalter, das sind die vier, die wir uns ausgedacht haben. Wir haben die Türklingel, oft in Häusern verwendet in Singapur, die Wäscheklammer, kleine Krokodilklemmen und so eine Touchlampe. Es ist alles dieselbe Grundidee mit den gemeinsamen Verbindern und abhängig von den Fähigkeiten der jeweiligen Person kann man diese herstellen. Die Idee dahinter ist, dass man aus Versehen, so nebenbei, lernt, wie man mit diesen Werkzeugen arbeitet. Und du als Pfleger und Physiotherapeut und so weiter hast normalerweise nicht die Zeit, eine formelle Ausbildung mit sowas, zum Beispiel einen Löt-Erst-Anfängerkurs mitzumachen. Aber in diesem Kontext des Modifizieren und des Hackens wird es interessant. Und nebenbei lernt man, wie man mit diesen Werkzeugen arbeitet. Und es macht Spaß. Und das ist das Coole daran. Du hast diese kleinen Spielzeuge, die in Massen produziert werden. Und wenn man sie anmacht, dann sind sie halt an. Und sobald man so einen kleinen Schalter dazu fügt, sind sie interaktiv. Und plötzlich hast du dieses Gefühl der Kontrolle, das jemand mit Behinderungen oftmals nicht hat. Da hat er oft Probleme mit. Es ist der Feedback-Mechanismus ist toll. Einfach die Tatsache, dass man rein zum Spaß etwas kontrollieren kann. Das sind wir. Das ist unsere Gruppe. So sehen wir üblicherweise aus. Und unsere Spielzeuge sind auch da. Die brauchen immer Hilfe und Unterstützung. Und ich glaube, das Potenzial in diesem Raum ist phänomenal. Insbesondere in dem, was wir tun können. Engineering Good ist eine Non-Profit, die zwei Leute tatsächlich einstellt, ist ein registrierter gemeinnütziger Verein und sind immer für Spenden offen. Ihr könnt uns unter diesen Adressen kontaktieren und das ist alles, was ich im Moment für euch habe. Thank you so much. So now we have time for some questions from the audience. Please queue up by the microphones. Don't be shy. Seid nicht schüchtern. Great. Microphone number okay, groß. Mikrofon 1. Hi. Ich habe die Präsentation hier sehr genossen und ich habe eine Frage an das Publikum. Wer würde hier daran denken oder wer könnte sich vorstellen, in Asien zu arbeiten an einer dieser Organisationen? Okay, anybody interested in China can find me later. Thank you. Wer auch immer an China interessiert ist, meldet euch später bei mir. Also ich war jetzt tatsächlich verwundert oder habe darüber nachgedacht, wie können sich behinderte Menschen vorstellen und kann man sich vorstellen, wie schwer dies für Behinderte ist? Ich würde mich jetzt interessieren, was war eure größte Überraschung, die ihr jetzt hattet in diesem Projekt? Beispielsweise so, dass ihr gedacht habt, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Okay, das ist eine sehr gute Frage. Also, was mich dazu gebracht hat, das zu tun, war eine freiwillige Arbeit, die ich geleistet habe. Und ich war so ein bisschen in meinem mondänen, einfachen Tag, Alltag, Jobs. Und ich habe so immer darüber nachgedacht, dass ich halt einfach nur ein einfacher Software-Ingenieur ist. Und ich bin zufällig darüber gestolpert, dass man Spielzeuge hacken kann. Und dann habe ich gedacht, ja, tatsächlich, man kann sie auch physisch hacken, nicht nur, wie wir es mit Software machen, per Software. Und man stellt fest, dass dies einfach sehr gut reinpasst in die Softwarewelt, wo man den Code umsonst bekommt und dann, wie man auch immer, modifizieren möchte und damit Geld bekommen kann. Aber mit etwas Anfassbarem, das macht, dann wird es so richtig real. Das ist unglaublich, das gibt dir unglaublich viel
gewinnen für dein Leben. Und man sieht halt einfach, dass man das, was man digital tun kann, auch wirklich real machen kann. Das ist unglaublich cool. Wir haben noch eine weitere Frage. Vielen Dank für den Talk. Ich habe noch eine Frage an euch beide. Du sagtest, dass ihr mit Büchern arbeitet, und ich habe eine Frage bezüglich des Critical Making. Wie können wir so richtig anderen Menschen das Narrativ des Critical Makings beibringen, sodass sie verstehen, dass eine ganze Menge, was so erzählt wird über das Making, dass es eigentlich nur, also nicht wirklich Making ist, sondern dass es nicht wirklich darum geht, mit Technologie zu spielen und nicht darüber kritisch nachzudenken, dass man nicht, also dass man auch über ausgeschlossene Menschen, von der Technologie ausgeschlossene Menschen mit einbeziehen kann und wie man jungen Menschen das nahelegen kann, wie man Technologie verändern kann und wie man ein Teil des Designing werden kann. Ich habe da so ein paar Ideen. Soll ich die Frage wiederholen? Nee, ne? Okay, nee. Gut. Also das ist wirklich so das Ding, wo wir gerade richtig am Anfang sind. Ich denke, dass Menschen, die mit kritischem Denken, kritischem Making interagieren, dass sie gerade versuchen, den Unterschied zu machen in Bezug auf das Engineering. Und wir sind schon so mehr oder weniger big, groß an verschiedenen Universitäten. Und wir denken, dass man schon früher damit beginnen sollte, dass es so ein Spielbuch geben sollte, das kritische Making-Spielbuch für Kinder, sodass man nicht hinterher intervenieren muss, sondern dass man früher mit Klassen arbeiten kann. Warum könnte man nicht in Makerspaces, die halt Unterricht für Kinder machen, direkt das zu integrieren? Aber das Problem ist natürlich, dass viele Makerspaces gar nicht mit Kindern interagieren und sich gar nicht darauf konzentrieren, sondern dass das schon ein weiterer Schritt wäre, über das hinaus, was sie jetzt tun. Aber ich denke, wir hier als Eltern haben, also wir wenn wir hier Eltern sind, haben wir genau die eine tolle Möglichkeit, das direkt zu Hause anzufangen und so kleine kritische Fragen in Bezug auf Technologie zu stellen. Beispielsweise, warum weiß ich gar nicht, was in meinem Telefon ist? Wo kommen diese Teile her? Wie beeinflusst mich das? Und ich unterrichte das an einer technischen Universität. Aber dann fragen wir uns, wie bringen wir unsere Kinder von den Smartphones weg? Und manche Menschen, die da beginnen, darüber nachzudenken, ich denke, es gibt gute Möglichkeiten, nur die Menschen müssen damit anfangen, das zu tun. Okay, ich stimme damit überein, aber um nochmal auf die Frage einzugehen, es gibt auf jeden Fall noch den Bedarf für mehr Geschichten wie diese. Wir haben jetzt ein paar davon geteilt mit euch. Es ist allerdings auch nur ein kleiner Teil dessen, was es gibt. Aber Menschen brauchen etwas, auf das sie sich beziehen können, auf das sie sich verlassen können. Aber nochmal in Bezug auf Südostasien. Es gibt nicht so wirklich den Kontakt in diese Region. Im Speziellen nicht den Kontakt zu den Kindern dort. Es gibt natürlich eine ganze Menge von Geschichten, die erzählt werden. Aber wir brauchen trotzdem noch die Suche nach gutem Inhalten, den wir weitergeben können. Und es ist eine sehr interessante Retro-Bewegung, die gerade stattfindet. Elternsein ist natürlich, ist häufig einfach nur reduziert auf, gib ihnen einen Bildschirm, halt das Kind leise, ruhig. Aber kritisches Denken, kritisches Making muss auch ein Teil sein der Kindererziehung. Nicht nur, dass Kinder auf den Bildschirm gucken. Was wir uns gerade angucken, ist natürlich auch sehr interessant, nämlich das Comicbuchformat. Genau das scheint ziemlich gut zu funktionieren, nicht nur im Digitalen, sondern auch ausgedruckt. Kinder mögen ausgedruckte Comicstrips und beispielsweise im Instagram-Format.
Und da ist so ein bisschen so die Retro-Bewegung zu diesen ausgedruckten Comics. Mikrofon 3, bitte. Danke. Meine Frage ist ziemlich ähnlich. Ich wundere mich immer, sehen wir irgendwie schon die richtigen Probleme? Ich meine, das alles hier fokussiert sich auf eine ziemlich begrenzte Gruppe von technisch interessierte Gruppe von Menschen. Und ich verstehe noch nicht ganz das Problem oder die wahrgenommenen Probleme des einfachen Arbeiters. Also meine Frage ist, wie können wir aus dieser sehr gebildeten Blase rauskommen und Dinge produzieren oder Dinge ausdenken, die für diese Menschen interessant sind? Das ist auch eine sehr interessante Frage. Ich habe die Hälfte meiner Weihnachtszeit damit verbracht, mit meiner Familie genau diese Dinge zu diskutieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Wir leben in unserer eigenen Blase, so wie du es schon gesagt hast. Und das ist eine so andere Blase. Und so viele von den Änderungen, die wir machen können, könnte möglicherweise heruntertropfen in das Leben der anderen Menschen. Und wir müssen von unserem hohen Level und der Technologie, die wir erzeugen, ein bisschen runterkommen. Aber ansonsten weiß ich es auch nicht. Ich habe keine wirkliche Antwort darauf, aber ich kann sagen, was für mich funktioniert. Nämlich, ich denke, dass aus meiner Komfortzone rauszugehen und hat sehr unerwartete Konsequenzen. Beispielsweise, dass Teil des Design Approaches, den wir haben, ist, dass man ein Ideal hat. Beispielsweise statt einfach nur dieses Trickle-Down-Waterfall-Dingen, dass man direkt beim Design den Schritt in die richtige Richtung machen muss. Und alles, was für mich nötig war, war, dass ich realisiere, dass ich in einer Blase sitze, das realisiere und etwas dagegen tue. Danke sehr. Microphone number two, please. Thank you very much. Danke. Das war ein wunderbarer Talk. Und meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Wahrscheinlich mehr zugeschnitten auf die Leute hier beim Congress. Habt ihr vielleicht Vorschläge, wenn ich ein deutscher Hacker bin, deutscher Maker, der ein bisschen im Bereich Critical Making gehen möchte, weil es mir persönlich und auch der Gesellschaft viel bringt, wo gehe ich denn dann hin, also außer mit euch zu reden? Ja, du bist deutsche Hackerin. Also ich am Ende bin zu den Sommerintensivkursen vom Weise 7 Studium in Berlin gegangen. Ich glaube, da gibt es nicht so viel von, zumindest im Moment nicht hier in Deutschland. Und das ist eine von meinen Forschungsfragen. Ich würde gerne eine Case Study über kritisches Making in Deutschland schreiben. Ich finde es schwierig. Und ich frage mich, ob es ein gewisses Niveau oder einen Mangel an Demokratie gibt, der für Critical Making nötig ist, wo die Leute einfach Dinge in ihre eigene Hand nehmen müssen und die Innovation selber für sich vorantreiben müssen. Also so von einer Grassroots-Perspektive. Also das Weise 7 Studio geht um Critical Engineering, es ist sehr nah an Critical Making und es ist ein guter Anfangspunkt. Also hier in Singapur gibt es wenige Optionen. Nicht nur ein Mangel an Optionen, es braucht einfach mehr Aufmerksamkeit. Aber es gibt eine nette Überlappung zwischen Kunst und Wissenschaft und es scheint mir so, dass Künstler und Wissenschaftler diese Sorte Fragen am ehesten stellen. Also versucht Künstler mit ins Boot zu holen. Aber ich habe gerade so realisiert, Events wie dieser hier sind pluralistisch, sind inklusiv, sind prinzipbedingt partizipatorisch. Also das ist zumindest meine Erfahrung der letzten beiden Tage, wie dieser Kongress so zusammengekommen ist. Und guckt euch einfach die Engel an. Seid ein Engel. Das wäre das Perfekte, denn dann meldet ihr euch freiwillig und ihr eröffnet euch gegenüber Ideen, die ihr sonst nicht erwarten würdet. Ihr wisst nicht, was ihr als Engel zu erwarten habt. Ihr wisst nicht,
wo ihr euch zu finden habt und was für Probleme ihr zu lösen habt. Ich glaube, das ist ein guter Weg anzufangen. Es ist ein guter Weg anzufangen. Auch vielleicht, wenn es nicht gerade Kongress ist, Hackerspaces sollten politisch eigentlich mehr engagiert sein als nur normale Makerspaces. Also vielleicht, ich hatte da kürzlich eine gute Diskussion mit dem Hackerspace und sie sagten, hey, wenn du hierher kommen willst und das selber machen willst, dann ist es okay. Wir wissen nicht wirklich, wovon du sprichst oder was du von uns willst, aber du kannst es hier machen. Und ja, kein Problem, und dann laden die dich ein. Thank you. Microphone number two. Danke, Mikrofon Nummer zwei. Ich mochte sehr im Talk die Spannung, den Spannungsbogen zwischen der ersten und zweiten Präsentation. Also, ich verstehe da das politisch sein, aber ich frage mich, wie viel Platz noch übrig ist dafür, dass man was daneben geht. Wie kann man kritisch sein, insbesondere im Bereich der wissenschaftlichen Publikation, Size Effect, die Validierung von solchen Praktiken und so weiter. Also, Critical Making, ja. Ich glaube, das Schöne an kritischer technischer Praktik ist, dass das, was am Ende dabei rauskommt, der Gegenstand nicht unbedingt erfolgreich sein muss. Man muss hier etwas Neues schaffen, was Millionen Leute kaufen. Das meiste davon ist marktfreie Erkundung von Technologien. Man ist frei zu spielen, man ist frei, auch mal was daneben zu hauen, vielleicht aus Versehen ein Monster zu erschaffen oder gerade ein Monster zu erschaffen, wenn du es willst. Ich denke, das ist, ich denke, im Making allgemein gehört Versagen oder etwas Komisches machen erlaubt. Was war der zweite Teil der Frage? Gibt es da wissenschaftliche Publikationen? Was für eine Auswirkung hat das? Funktioniert Critical Making tatsächlich? Ja, also wissenschaftlich gesehen, das ist der Grund, warum ich im Grassroots-Bereich gerne meine Forschung mache, denn die machen ihre eigenen Regeln. Und das ist einfach eine fantastische Herangehensweise daran, wie wir unsere eigene Welt aufbauen wollen. Thank you. Microphone number one, please. Danke, Mikrofon 1 bitte. Please move closer to the microphone. Yeah, I buy everything except this trickle-down approach. Ein Kommentar. Ich kann euch das alles abkaufen, mit Ausnahme trickle-down. Das ist für mich der Gegenteil von Grassroots. Wenn man in Berlin ist, dann gibt es das Open Wheel Lab oder die und behinderte Leute bauen ihre eigenen Anwendungen und suchen auch nach Finanzierung, und es ist durchaus möglich. Man braucht Leute, die wirklich involviert sind da drin in dieser inklusiven Herangehensweise, und die Inklusivität funktioniert da auch, aber die Finanzierung muss irgendwie gesichert sein. Das ist immer ein Problem, man braucht Geld dafür. Es gibt da etablierte Modelle, und die funktionieren. Ja, danke. Ich glaube, Sozialhelden ist wirklich eine fantastische Gruppe von Menschen. Und ja, man braucht dafür Finanzierung. Damit, man braucht, das muss man irgendwie neu erfinden für die ganze Welt, für die Leute, die was Gutes tun, für andere Menschen. Dass die nicht immer darum kämpfen müssen, Geld zu finden und ihre eigenen Rechnungen jeden Tag zu bezahlen. Letzte Frage, Mikro 3, bitte. Danke für den sehr interessanten Talk. Es war für mich persönlich sehr relevant. Ich bin eine Therapeutin für Menschen, die Behinderungen haben, Erwachsene und Kinder. Ich frage mich, arbeitet ihr mit praktischen Therapeuten? Ja, mit Engineering, gut. Ja, wir bilden hier die Ausbilder aus. Wir arbeiten nicht direkt mit den Benutzern der unterstützenden Geräte, sondern wir arbeiten mit ihren Therapeuten oder ihren Pflegern. Es ist eine Skills-Transfer-Sache. Also, wie hackt man Dings, wie lötet man Dinge, wie denkt man neu über etwas nach? Was in diesen Workshops häufig passiert, ist, dass diese Therapeuten oder Hauptpfleger diese neue Fähigkeit lernen, und sie fangen sofort an zu denken, was kann ich denn sonst umbauen, was kann ich sonst ändern, wo kann ich diese Fähigkeiten anwenden. Sie kriegen all diese neuen Ideen, weil sie
den Kontext verstehen. Sie wissen, was man tun muss. Sie wissen, was verfügbar ist auf dem Markt, und was auf dem Markt verfügbar ist, ist teuer und begrenzt. Also der Fokus von Engineering Good ist, mit dem primären Pfleger zu arbeiten. Danke. Eine Runde Applaus für Saad Nohmlegina und Ricardo. Wir vermissen Ricardo. Hi, Ricardo. Das war Critical.